Seid ihr bereit für einen schönen Strandurlaub? Obwohl, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Urlaubsfeeling wird. Aber gucken wir mal nach. Gucken wir mal rein hier in den Strand und damit willkommen zu einem neuen Part von Donkey Kong Country Returns. Wir haben den letzten Part nämlich Welt 1 abgeschlossen und nun Zugang zum Strand. Plankenparcours heißt das erste Level und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, ab in den Strand. Und schade, immer schade, jetzt ist schon vornherein, dass es hier noch nicht das Tauchen gab. Oh, das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Yeah. Das war nice. Das war nice. Aber ja, Tauchen gab es damals, glaube ich, noch nicht. Also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass das ein neues Feature in Tropical Freeze war. Aber dennoch freue ich mich auf die Wasser- bzw. Strandwelt. Und hier haben wir schon mal ein paar Krebse als Gegner, wo ich drauf springen kann. Okay, und die verstecken sich im Sand. Gut. Dann wollen wir auch mal gucken, dass ich vielleicht da oben hinkomme. Ja, sehr schön. Mit der Rolle kann man nämlich auch schöne neue Gebiete oder generell Gebiete halt bereisen, die man vorher so nicht erreichen kann. Habe ich bisher in letzter Zeit einfach zu wenig genutzt. Aber gut. 5 Puzzleteile haben wir hier. Kann ich das hier einstellen? Ah, cool. Und dann auch wieder zurück. Ja, mit dem Ding könnte ich rein theoretisch hier hoch hinkommen. So. Warte mal kurz, warte mal kurz. Haben wir dich auch besiegt. Sehr schön. Diddy, Diddy, Diddy. Komm, gegen den Krebs da. Da haben wir auch schon das K. Ja, an das K komme ich hier rüber ran. Sehr schön. Auch nochmal 2 Münzen dort oben. Eine Schatzkiste. Oh, ein Wal. Ein Wal. Nice. Was ist hier drin? Ein Herz. Ein Leben. Ein Leben. Und guckt euch das Schiff da im Hintergrund an. Also, auch wieder hier, sei gesagt, Retro Studios macht hier so einen super Job in Form von Detailarbeit gerade im Hintergrund. Gut, die Bäume und so da im Hintergrund und auch rechts die Steine sehen jetzt nicht so nice aus. Aber man muss bedenken, ich habe das Spiel hochskaliert auf 1080p. So sieht es normalerweise nicht aus. Ich kann euch ja mal kurz hier einen Vergleich mal einblenden. So, jetzt habt ihr da den Vergleich. Alles pixeliger und gut, dann fällt das im Hintergrund auch nicht so wirklich auf. Aber wir wollen natürlich mit 1080p hier schön weitermachen. Es gefällt mir deutlich mehr. Gut, wir haben hier ein Bonuslevel und wetten im Schiff. Cool. Sehr, sehr cool. Oh, okay. Hä? Was ist das? Die muss ich irgendwie... Ach so. Hä? Ach, jetzt weiß ich. Zack. Riecht ein Herz raus. Aber... Hä? Muss ich die vielleicht umdrehen? Also wird das nichts. Oder vielleicht einfach in der Nähe stampfen? Ah, guck mal. In der Nähe stampfen. Nicht so dolle. Ja, so passt es schon besser. Okay, das musste ich erstmal kapieren, wie das funktioniert. Ich dachte zuerst, ich muss die mit diesen Dingern halt umwerfen. Aber nein. Okay, cool. Trotzdem mega cool. Ein Level angepasstes Bonuslevel. Bitte mehr davon. Bitte mehr davon. Finde ich mega. Und wie das Schiff da jetzt zusammenbricht. Cool. Ey, das ist Detailarbeit. So wie ich sie liebe. So wie ich sie liebe. Und da kommen diese Krebse gerade auch gleich vor. Zack. Und das hier gleich auch. Hier alles einsammeln. Oh, Schatzkiste. Warte erstmal kurz. Okay, na gut, Puzzleteil einfach so. Warte, man muss erstmal drauf springen, dann den Stampfer machen und dann kann man sie besiegen. Sehr interessant. Okay, ein Herz. Ich möchte natürlich die Bananen da auch haben, ist klar. Wo ich hier alles auch einstampfen, was einzustampfen geht. Okay. Erstmal noch die Banane hier. So. Und das da auf der rechten Seite brauchen wir noch. Da mal von hier aus, hier runter. Sehr schön. Okay, da gibt es was zum Stampfen. Aber ich gehe erstmal kurz weiter. Warte. Geht's hier weit, richtig weiter? Es sieht so aus, als würde es da weitergehen. Alles klar. Dann mal kurz zurück und dann stampfen wir erstmal hier. Vielleicht ist hier ein Bonuslevel oder halt auch ein Wal, der uns Bananen gibt. Ach, und das ist jetzt auf Zeit. Das ist jetzt auf Zeit. Was? Aber... Okay, das kann kein Puzzleteil sein.
Das kann kein Puzzleteil sein, weil wäre das ein Puzzleteil, dann wäre es krank, das alles einzusammeln. Das war jetzt zuerst mein Gedanke. Ich muss alles einsammeln in der Zeit und dann kriege ich davon ein Puzzleteil. Aber nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, ein Herzchen, sehr schön. Gib mir die Bananen, alles her damit. Ja, DK, tut mir leid, dass du hier in diesem Spiel nicht tauchen kannst. Ich glaube, wenn ich jetzt runterspringen würde, würde ich sterben direkt. Aber so ist es halt. Hallo, was machst denn du hier? Das Gewicht verlagern finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Warte, müssen wir gleich nochmal von links ganz schnell nach rechts. Machen wir am besten mit einer Rolle so und so. Dann hier kurz das Gewicht verlagern. Ja, so wird das nichts. Vielleicht doch mit einer richtigen Rolle. Aber... Nein! Das ist sehr, sehr knapp. Ja, jetzt haben wir es. Wir haben es. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und noch irgendwas? Nein. Dann geht's weiter. Ich möchte mal jetzt mal endlich mal ein Level direkt im ersten Versuch mit allem wirklich abschließen. Also alle Puzzleteile, alle Kong-Buchstaben. Ja gut, Kong-Buchstaben sind eh nicht schwer, aber halt auch alle Puzzleteile. Das ist mir bisher leider nicht vergönnt gewesen. Ist da... Passiert da jetzt irgendwas? Kann ich das... Oh. Das ist jetzt so eine Art Boot. Okay, cool. Wie viele Puzzleteile haben wir aktuell? 3 Stück. Okay. Ich glaube, es ist, da sind wir ganz gut dabei. So, natürlich alle Bananen einsammeln. Kann auch jederzeit mal was sein. Ist da unten was? Nein, da ist nichts. Da stirbt man eher nur. Okay, auch wieder ein altes Schiff. Einfach ein Puzzleteil auf dem Weg. Kann man machen. Nein, nein, nein. Nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Warum ist hier ein Puzzleteil auf dem Weg einfach so? Kann ich hier... Ja, kann ich. Ja, da kann ich was mitmachen. Cool. Das mag ich auch, wenn man so mit der Umgebung interagieren kann. Eieiei. Machen wir dich erstmal so. Dann machen wir dich so. Und dann machen wir dich so. Sehr schön. Dann nochmal Leben auffüllen. Und hier ist ein Bonuslevel. Und das ist, glaube ich, auch das letzte Puzzleteil. Ja, das ist das letzte Puzzleteil. Was ist das? Und ich schon wieder dachte. Okay, wir machen das ganz in Ruhe. Ja, ich muss jetzt ein bisschen doch mehr auf Schnelligkeit gehen. Jetzt. Sehr schön. Das letzte Puzzleteil. Und somit haben wir alles, außer bisher die Kong-Buchstaben. Aber die kommen hoffentlich noch. Die letzten zumindest. Was haben wir da aktuell? K.O. haben wir auf jeden Fall. Das N fehlt und das G fehlt. Ja. Trotzdem schon jetzt alle Puzzleteile. Dann hoffe ich mal... Ah, okay. Das ist N. Wollte gerade sagen. Dann hoffe ich mal, das N kommt noch. So, sehr schön. Jetzt brauche ich ja hier auf nichts mehr weiter achten, weil Puzzleteile haben wir. So. Haie, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Kann man da irgendwas mit den Pflanzen machen? Nein. Ja, klar. Ah, ich passe da nicht auf. Hier wieder so ein schönes altes... da sind Stacheln. Da muss man jetzt aufpassen. Da muss man aufpassen. So, zack, zack, zack. Ich möchte alles haben. Ich möchte alles haben. Alles. Auch natürlich das Herz. Ja. Das war nicht ganz alles. So, und nochmal ein letztes Mal hier hoch und hier rüber. Sehr schön. Dann geht's jetzt hier hin. Ah, hau nicht ab, Plattform. Hau nicht ab. Hau nicht ab. Okay, Bananen. Bananen. Wo ist das G? Wo ist das G? Ich weiß es nicht, aber das Level ist megamäßig cool. Eventuell sogar bisher das beste Level, meiner Meinung nach. Hier sind nur Bananen da. Ich lasse mal die Kisten noch bestehen, damit ich die Bananen einsammeln kann. Und jetzt zerstöre ich die. Ist nichts weiter. Da. Ey, wartet auf mich. Wartet auf mich. Danke. Ja, ich sammle trotzdem alle Bananen ein, obwohl ich alle Puzzleteile habe. Ist irgendwie... so in mir drinne. Das ist so in mir drinne. Ja, ja, ihr blöden Haie. Ihr blöden Haie. Da ist das G. Sehr schön. Haben wir. Ab zum Ziel. Sehr, sehr schön. Hier gibt es noch mal ein Herz, wenn ich eins bräuchte. Brauche ich aber nicht. Und da ist das Ziel. Ja, ja. Übrigens, der Rekord war bei 13 und nicht bei 15, was ich schon mal gesagt habe. Habe ich im Schnitt noch mal nachgeguckt. Okay, haben wir das Level abgeschlossen. Sehr nice. Mit allen Puzzleteilen, allen Kong-Buchstaben. Ich brauche nichts nachholen.
Wir können direkt weiter zum zweiten Level dieser Welt. Umso besser. Umso besser. So, wo geht's jetzt eigentlich lang? Da ist auf jeden Fall wieder für Cranky etwas. Es gibt auch wieder ein extra Level. Das werde ich, sobald wir bei Cranky sind, übrigens auch direkt freikaufen, weil ich eigentlich die Level der Reihenfolge nach machen möchte. Hat in der ersten Welt nicht funktioniert, weil ich dachte, das ist das K-Level, aber hier will ich dann auf jeden Fall die Reihenfolge nachgehen. Oder der Reihenfolge nachgehen. Sandiger Sandstrand. Nee, sandiger Strandsand. So rum. Beides ist auch irgendwie richtig. Oh, da ist ein Puzzleteil. Aber an das komme ich wahrscheinlich nicht direkt ran, weil ich dafür einen Gegner brauche. Ja. Dann. Wo kriege ich einen Gegner her? Ja gut, ich kann euch ja nicht greifen, so wirklich. Oder das war's. Ja, genau, das war's. Kann ich nehmen. Wo ich denn da hoch? Achso, einfach springen. So, Diddy, komm mal her. Den Gegner kann ich ja nicht ergreifen. So, zack, Puzzleteil haben wir. So. So viele Krebs. Ah, und hier wird es richtig Sand gefördert. Was seid ihr für Viecher? Ihr kommt auf jeden Fall da raus. Okay. Ist ja cool. Oh, ein Puzzleteil. Okay, nice. Gut, das erste Puzzleteil, meinetwegen, wenn es so einfach ist. So, hier kommt bestimmt wieder eine Kanone raus. Muss ich da irgendwie was Bestimmtes treffen? Achso. Nee, musste ich nicht. Boah, 4 Münzen. Nice. 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 Ja, die Haken oder was das sind, das erinnert mich an Kugelwillis. Aua. Sowas von voll an Kugelwillis. Hier könnte es ein Puzzleteil geben, wenn ich alle Bananen einsammle. Boah, was bist denn du für einer? Ah, leider kein Puzzleteil. Okay. Wir sind stärker. Oh, da kommen ja einige raus. Okay, ein Leben. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Brauchen wir alles fürs K-Level, fürs nächste wieder. Herz nehme ich auch. Da oben ist ein Puzzleteil. Wie soll ich an das rankommen? Ah, okay, mit euch hier. Was mache ich hier? Okay, da kann ich dann da hoch. Gehen wir erstmal hier hin. Jetzt! So macht man das. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bloß nicht treffen lassen. Ich habe nur noch ein Herz mit Diddy. Ich mag jetzt Diddy nicht verlieren. Gut, hier gibt es eh einen neuen Diddy. Wunderbar. Kurz hier nochmal umgucken, ob hier noch was ist. Aber sieht nicht danach aus. Okay, da geht es gleich in den Hintergrund oder so. Sieht zumindest so aus. Ich glaube, die Haie können wir nicht besiegen oder so. Das wird, glaube ich, nichts. Da ist das K. Wir haben noch nicht das K bisher. Wir haben 3 Puzzleteile von 7 und bisher noch nicht das K. Wow. Aber wieso komme ich denn da hinten? Muss es hier irgendwie eine Möglichkeit geben. Aber so weit weg kann die Möglichkeit nicht sein. Aha, hier ist er. Hier ist er. Sehr, sehr schön. Ha. Nein, nein, nein. Huh! Ich dachte, da ist vielleicht noch ein Puzzleteil drin, aber nein. Huh! Gut, dass DK noch nicht reingegangen ist ins Fass. Finde ich auch ganz gut, dass das so programmiert wurde, dass man da nicht direkt reingeht. Weil, wie gesagt, ich dachte, da ist ein Puzzleteil. Hier ist ein Puzzleteil. Okay. Hier kommt auf jeden Fall was mir entgegen. Machen wir mal so. Besiegen wir dich mal eben. Eigentlich wollte ich höher springen. Egal. Okay, hier ist was. Was ist das? Ach, du Eilie. Okay. Dass die Brücke jetzt einstürzt, damit habe ich nicht ganz so gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist in Ordnung für mich. Ist in Ordnung für mich. Ich habe das Puzzleteil. Und das ist die Hauptsache. Da gibt es das. Wo? Oh. Was ich mit dem Fass machen will, keine Ahnung. Ich nehme es einfach trotzdem noch weiterhin mit. Ach, nee. Ich will hier auch hier und da mal ein bisschen stampfen, um zu sehen, ob da was ist. Und wehe, ich brauche das Fass irgendwo. Vielleicht da unten. Das sieht ganz merkwürdig aus. Okay, ich kann so rein. Ein weiteres Bonuslevel. Das sieht, glaube ich, auch weltenspezifisch aus. Kann das sein? Auf jeden Fall scheint das auch ein einfaches Bonuslevel zu sein. Ja, es ist easy. Das ist easy. Davon bloß nicht runterfallen. Passt. Passt. Nice. Heute im Part läuft es. Und das sage ich jetzt und am Ende ist am Ziel merke ich so, uns fehlt ein Puzzleteil. Aber jetzt nur noch 2 fehlen. Hier ist das N direkt. Aber da brauche ich doch einen guten Kraken. Hier so einen wie dich. Hierauf. Hierauf. Sehr gut. Nice. Okay, da geht's in den Hintergrund.
Da ist nichts. Aber hier könnte noch was sein. Hinten? Nein, hier ist nichts. Alles klar, dann auf zur Pirateninsel. Okay. Hallo, mache. Das war auch das Ziel. Es fehlen zwei Puzzleteile. Ah! Ich hasse mein Leben. Ich will noch was ausprobieren. Nee, da ist nichts. Schade. Hätte ja sein können, dass da noch was ist. Ach, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht, wo dieses Puzzleteil ist. Keine Ahnung. Warte, hier vielleicht einen Stab ausführen? Ach, schade. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt auf der Insel noch eins ist. Achso. Achso, es geht da erstmal rein. Das ist interessant. Ich dachte, es geht direkt jetzt zum Ziel. Aber so ist es mir natürlich lieber. Weil somit habe ich jetzt noch Chancen auf die beiden Puzzleteile. Gehen wir mal hier rauf. Da ist das G. Klingt jetzt nicht ganz so nice, dass das G jetzt schon hier ist. Das heißt, das ist hier auch keine große Passage wahrscheinlich. Ja, ich weiß, wie das funktioniert hier. Ich wollte doch nicht so weit gehen. Egal. Kann ich mal ein bisschen mehr sehen? Danke. Und schnell das G holen und wieder zurück. Okay, das haben wir wenigstens voll. Aber genauestens jetzt hier umgucken. Ob hier noch zwei Puzzleteile auf mich warten werden, ich weiß es nicht. Aber wo sollte denn noch was gewesen sein? Ich weiß es nicht. Panik macht sich breit. Große Panik macht sich breit. Ich gucke mir hier alles an, ob hier noch irgendwie was ist. Vielleicht kann ich hier rein, dann kann ich auch nicht. Boah, das war knapp. Da links kann ich auch nirgends was machen. Hier ist nur eine Banane drin. Wo könnte was versteckt sein? Ja gut, wenn ich so oder so schon eins über ausgelassen habe, dann macht das eh hier nichts mehr, dass ich mich hier umgucke. Komm, hier ein Puzzleteil. Da rechts, da rechts. Ist das das letzte Puzzleteil, was man hier noch finden kann? Oder kommt noch eins? Da oben ist noch was. Aber da muss ich mit dem Faster arbeiten. Stimmt. Da ist ja nicht ohne Grund ein Pfeil drauf. Kommt da vielleicht noch ein Puzzleteil so raus aus diesen Dingern? Ich warte mal kurz. Ah, nee. Nee, und hier ist das Ziel. Nee. Puzzleteil ausgelassen. Kann ja nicht alles im Part so reibungslos laufen. So, nach der... Oh, 15 Stück. Das ist neuer Rekord. Sehr nice. Immerhin etwas. Ja, und wo das eine Puzzleteil war? Ich weiß es nicht. Ich werde erstmal ein durch... Mitte? In der Mitte wahrscheinlich. Ich werde erstmal so alles absuchen und wenn ich es nicht finde, dann nutze ich Squawks. Es gab ein Fass. Das habe ich inzwischen schon zerstört. Vielleicht hätte ich mit diesem Fass auch hier irgendwas machen müssen. Aber hier war ja so oder so ein Bonuslevel. Der kann ich mir jetzt irgendwie auch nicht vorstellen. Also meine Vermutung liegt darin, dass es mit diesem einen Fass zu tun hat. Also an der Stelle, wo die Brücke einstürzt. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich habe jetzt alles nochmal abgesucht. Ich werde jetzt das Squawks verwenden. Und gerade an der Stelle mit dem Fass dann aufpassen. Mal gucken, ob das eine Wirkung hat. Daher Inventar Squawks haben wir ja noch zweimal da. Daher nehmen wir ihn einmal jetzt mal mit. Und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht auch, ist das Puzzleteil auch ganz woanders. Kann ja auch sein. Was? Was? Hier? Hier? Was? Wo? Ich merke gerade. Also hier kann man ja die Kanone abschießen. Da kommen solche Dinger raus. Kann man die Kanone nochmal verwenden? Nein. Hä? Hier eine Stampfattacke ausführen? Nein. Bei der Blume hier? Ich glaube bei der Blume. Aber wie ist es? Pusten? Ja moin! Ja toll. Ich wusste nicht, dass man bei diesen Blumen halt pusten kann. Ich dachte, das geht nur bei Pusteblumen. Ja, ist ja nicht ohne Grund. Pusteblumen. Nein. Schnell hier irgendwie ans sichere Land. Nein. Oh. Checkpoint oder... Oh, Herz. Danke. Ja, 14 Mal. Okay, okay, okay. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir das Puzzleteil, das letzte. Das war, ja,
Das war sehr schwierig, das Puzzleteil, aber so muss es halt auch sein. Und es ist halt trotzdem vom Spiel extrem fair gehalten. Man kann sich halt jederzeit Squawks holen. Ich kann nicht mehr reden. Also das ist ja trotzdem sehr fair gestaltet und von daher, ja, fand ich das trotzdem nicht so schlecht. Gut, das war's wieder mit diesem Part. Von daher, im nächsten Part geht's dann wieder weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss.